10 Euro ist nicht wirklich viel Geld für ein Yu-Gi-Oh! Deck. Manchmal kriegt man dafür nicht mal eine ganze Karte. Ich baue heute ein ganzes Deck für 10 Euro und ich frage mich, kann ich mit dem Deck überhaupt gewinnen? Das Deck für das heutige Video ist einmal Dinos. Und ich würde sagen, bevor wir in das Deck und die Duelle reinspringen, gehen wir einmal auf Card Market und besorgen uns einmal ein paar Karten. Ah, guck mal den hier, den Gigantosaurus Solar. Den brauchen wir auf jeden Fall. Der kostet 5 Cent. Easy. Packen wir in den Warenkorb. Zack, zack. Alles gekauft und damit haben wir ein Deck. Das Deck kostet 10 Euro. Dann springen wir jetzt gleich einmal zu Nivska seinen Locals rein und gucken mal, was wir überhaupt reißen können. Machen wir zunächst weiter mit meinem Sponsor, Feine Saga. Dem hier wieder was Cooles geschickt und ich würde sagen, wir gucken da einfach mal rein. Passend zum heutigen Video habe ich immer hier eine Playmat und zwar mit Dinos drin. Wie ihr sehen könnt, die Playmat ist 62 x 35 cm lang. Quality Print, 2 mm dick. Natural Rubber. Double Weaved. Let's go. Und hier ist das gute Stück. Und oh mein Gott. Ist die nicht geil? Hier sind die UTC. Da hinten ist Misk. Haben wir Frostosaurus. Und das ist, glaube ich, wie die, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Könnt ihr mir in Kommentaren schreiben? Die sieht richtig geil aus. Die ist übrigens jetzt mit Zonen. Es gibt die auch ohne Zonen, aber ich persönlich finde die mit den Zonen sogar ein bisschen schöner, aber weil das natürlich schön wäre, wenn wir neben unserer Playmat noch was anderes hätten. Und das haben wir auch. Und das sind einmal die hier. Das sind die Feine Saga Dino Sleeves, die passend zu der Playmat sind. Und ich persönlich finde das Design von der Box mega nice. Aber gucken wir uns die Sleeves noch einfach mal an. Passend zur Matte finde ich ultra nice. Das Design von der Box ist schon cool. Ist halt das Mattendesign. Und ich finde auch den Frostosaurus, den die getroffen haben, eigentlich ziemlich geil als Motiv. Aber dann gucken wir nochmal auf die Dino-Sleeves drauf. Es sind 60 Stück. Oh, und das ist ein Ausschnitt von der Matte, den ihr jetzt nicht ganz sehen könnt. Das ist der, der hier drauf ist. Hier sind die tollen 3 Dinos. Und die sind halt in weiß. Und außen sind halt die Dinos drauf. Richtig nice. Bevor wir jetzt unser Deck darin einsleeven, weil das ja das Ziel von dem Video ist, habe ich hier noch eine Packung Final Saga-Sleeves. Ich werde einen Community-Post machen. Schreibt einfach mal drunter, ich werde einen Kommentar picken und der wird einmal das Ding hier gewinnen. Die sind nämlich ultra nice. Ich werde noch eine Matte reinhauen. Ich werde die Matte ohne Zonen mit dem Ding hier in das Giveaway reinpacken. Ich hoffe, ihr habt da genauso viel Bock drauf wie ich. Sagen wir gehen jetzt mal zuerst in ein paar Duelle rein, um euch zu zeigen, was das Deck überhaupt tut. So, brauchen wir logischerweise ein paar Gegner. Gucken wir mal, wen wir so auffinden können. Natürlich wie immer mit dem Dice Roll. Alright. Zwei hoch oder wie machen wir? Das sind hier. Siehst du? Den ich natürlich wie immer verliere. Und mein Gegner spielt Feuer. Das ist natürlich für unser 10-Euro-Deck eine ganz schön knifflige Angelegenheit. Er fängt an mit seiner Combo und ich habe nur eine Möglichkeit. Ich habe eine Handschuhe auf der Hand und die werfe ich jetzt und die Reaktion ist geil. Send Avatar-Effekt, Target Ponyx. Würde ich gerne einmal Sky Meister aktivieren. Oh, Sky Meister. Der ist auch nicht once rein, theoretisch, ne? Der ist nicht once drin, ne? Okay. Ich versuche jetzt hier ein bisschen rumzuspielen, aber er macht mit SP, glaubt mir, meine Lost World. Da kann ich halt nicht viel gegen machen. Meine Hand war wirklich Ghost Second halt richtig, richtig bad. Da habe ich halt nicht wirklich viel, was ich halt tun kann. Ja, können wir direkt ins nächste gehen. Ja, alles klar. Hier war auch schon, ob ich mit dem anfangen wollte. Ja, alles klar. Dann Draw, Standby, Main. Jupp. Normal Obi-Effekt. Ja, würde ich imperm. Du bist da. Yikes, okay. Und dann würde ich Battleface callen. Jupp. Dann Effekt Sedantes. Ich darf non-target bis zu zwei Karten auf deinem Feld schießen. Dann ist Game. Und das wäre das Game, ja, Battleface. Meine tolle Hand. Der Gegner hatte ein paar technische Probleme. Hallo? Hörst du mich? Ich höre dich die ganze Zeit. Die Frage ist, ob du mich hörst. Und so ging dieses Game an mich. 1-1. Und jetzt im dritten Match geht es einmal gegen Dragon Link. Und das Duell lasse ich für euch mal ein bisschen durchlaufen. Denn das war wirklich das einzige Duell, was ich an diesem Tag wirklich gespielt habe. Und gespielt nenne ich es jetzt mal nicht wirklich. Let's go. Normal Summon Black Metal. Jo. Eins.
Striker. Chaining 1 Striker, Chaining 2 ist Noctivision in der Hand. Und Chaining 1 Black Metal, Chaining 2 Striker, Chaining 3. Irgendwas von Res? Nö. Kein Droll, das ist sehr schön. Link 2. Jo. In Seals. Effekt, Noctivision zum Ziehen. Ich würde gerne auch mal Skymeister aktivieren. Oh, okay. Sure. Die Reaktion ist aber die gleiche, voll geil. Was ist das denn, Digga? Ich erkläre es dir nach dem Game. Okay, okay. Dann würde ich Lubellen-Effekt aktivieren. Okay. Touch Magna Mut. Jo. Dann Magna Mut Target Noctivision. Okay. Das ist geil, und Summon. Ja, ja, aber ich brauch Noctivision noch. Und Summon Effekt. Ja, ist okay. Magna Mut. Dann Quick Launch. Mhm. Hab schon schlechtere Hände gesehen. Ja, ich hab auch schon schlechtere Hände gesehen. Das ist schon keine Insane auf jeden Fall. Ja, dann bist du. Normal Theresia Effekt. Was macht die? Theresa setzt einmal eine Danomorphia fallen gerade direkt von meinem Deck. Oh, oh, no, God, please, not, nicht Danomorphia. Chain Regain, Target Magna Mut. Und Summon. Welches Attribut sind deine Fusion Monster? Sind alle Dark, oder? Die sind alle Dark, ja. Muss ich jetzt zwar nicht sagen, aber ja. Also, ja, okay. Schon. aktiviere Struis, Target Skullmeister. Okay. Mach weiter. Bell. Oh. End of Main. Wie viele ATK hat dein Vieh? 1,5. Hat es jemand auf mein Ziel abgesehen? Bell ist fein. Dann Theresia auf Ziel. Chain Seals. Ich thinking on bounce. Theresia einen Effekt in der Hand? Nee, ne? Nö. Bounce Theresia. Dann neue Kette Mandatory Effect Seals. Okay. Ja. Zwei. Okay. Manifest 2. Yep. Setz ich eine Karte? Mhm. Und dann gebe ich noch nicht ab. Endfest Resolve Magna Mut? Jo. Die werden hier? Mhm. Okay, dann Draw? Jo. Standby? Jo. Main? Jo. So, er hat da viele lustige Traps. Banish for Summon Condition. Seals. Seals. Ja. Mhm. Für Devenir, dann Chain Link 1. Regained. Target ist. Mein Striker. Chain Link 2, Devenir, um Unres 2 zu schießen. 3? 2. Jetzt schießt 2 Non-Target. Chain 3 erreich. Zahle ich die Hälfte meiner Life-Points. Und ja. Chain 4 ist gerade rein. Zahle ich bei der Hälfte meiner Life-Points. Ja, keine Response. Okay, dann Resolve Levenia. Ist doch egal, ja. Pop beide Monster. Dann Resolve Regained. Misch. Riker rein. Dann zieh ich eine Karte, soll ich einmal abheben? Oder? Ja, ist okay. Dann kannst du triggern. Ja, neue Kette. Chain 1 Rexdam, Chain 2 Kentrigina. Thinking? Die würden sich beide specialen. Nee, also die specialen deine Morphium-Monster. Achso.
Dann würde ich trotzdem das Part an Ketten Target an Skullmeister. Mhm. Und schon negaten. Würde ich negieren zurück. Yes. Okay. Hast du Trigger? Den Trigger habe ich nicht mehr. Tribute, Druidswurm für Lubellion. Mhm. Für, ja, schon. Dann Druidswurm-Effekt. Target dein Fusion, um zu senden. Perfekt. Ja. Scheiße, wie viel hat die Karte? 3000. Sind toll. Okay, Battleface? Jo. Mit 3,5? Jo. Über dein Vieh? Effekt. Ja. Zahle 500. Chain. Ich kann ja nicht chain. Oh, sag mal, was willst du, was willst du chain? Ja, Mainfest 2. Ja, kein Plan, was ich kauten soll, Digga. Hilf mir. Was soll ich für ein Monster haben, was 1000 ATK hat? Was ist das? Ah, actually, ich weiß. Ich muss sagen, es gibt eine ganz einfache Lösung. Das hättest du schon die ganze Zeit machen können. Was? Standby Main? Ein Standby. Text Seals. Ich meine, der hat 0. Chain. Ich würde ihn bouncen. Ja, ne? Mhm. Dann neue Kette. Mandatory Effect Seals. Mach mal. Noch ein Obi-Raptor Effekt. Obi-Raptor, oh, let's go. Okay. Chain. Regained Target Magna Mood. Okay. Und. Kann ich SP daran noch chain? Nee. Ja, dann no regent. Ich glaube Target Sparta Action. Mhm. Misk. Let's go. Dann würde ich gerne Battleface gehen. Yes. Obi über SP. Ja. Wie viel hat Obi? 1,8. Und SP hätte nur noch 2,50. Oh. Digga. Ja, sorry, Mann. 2,50. Okay. Dann Main 2. Mhm. Jetzt mit. Das ist fine, I guess. Misk Effekt. Chain Sparta, Target Misk. Ja, nächstes Game. Yes, endlich! Alter, denk. Ich hab zwei Wirbels auf, was soll ich machen? Aber ja, ich will anfangen. Ja, schon. Draw Standby Main. Mhm. Und mit Theresia Effekt. Bim-bam. Strong. Lol, ja. Digga, what the fuck. Hilfe. Was kommt jetzt? Digga, for real? Ich bin lustig. Ja, ich spiele UTC. Das ist lustig. Jo, noch eine Handkarte. Wenn das eine Trap ist, was sieht aus? Imagine. Nee, ich gehe nicht auf. Okay, draw. Jo. Sind bei Main? Jo. Ich grave hat der Dude. Der Dude hat nix im Grave. Ich hab nix im Grave. Ich muss alles banishen. Lubellion-Effekt. Jo. Insane. Jetzt überlegen. Ja. Magna Mut? Jo. Irgendwas von Rest? Mm-mm. Nichts. Alles fein. Dann aktiviere ich Wiedergewinnung. Jo. Dann Magna Mut, Target Dubai. Okay.
Dann Chaining 1 Rebellion, Chaining 2 Regen, Target Rebellion. Okay. Draw. Irgendwas hier? Nö. Econ, Tribut Magnamut. Will dein UCT haben? In Attack. Was hat er auf der Hand? Mysteriöses. Normal, Safer? Safer Effect? Fitch Safer? Mhm. Wenn das Sniffles, ne, dann kracht's auch rein. Voll. Fist Effect, Target Manglamut, I guess. Bell. Bell, 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 so. Das war die letzte Handkarte? Das war die letzte Handkarte, ja. Kein Effekt. Battleface? Jups, okay. Jo. Digga, das ist nicht mal in deinem Morphe-Deck, das ist ein 10-Euro-Dino-Deck. Das sind einfach nur ein paar Karten, die ich hier drin habe. Eigentlich will ich die gar nicht normen, aber ich habe halt den Obi nicht gezogen. Und nach dieser grandiosen Niederlage ist mein nächster Gegner einfach wieder mal nicht aufgetaucht. Yay, 2-2, ohne einmal gewonnen zu haben. Let's go. Im letzten Match für heute fange ich wieder mit Dynamorphie an. Warum auch immer. Ich schaffe es irgendwie, zwei Fusion-Monster aufs Feld zu bekommen. Und mein Gegner hat eine Karte, die heißt Super Poli. Das heißt, das erste Game ist auf jeden Fall schon mal gelaufen. Im zweiten Game starte ich mit einer Hand, die jetzt nicht ganz so geil ist, aber zumindest ein bisschen was aufs Board setzen kann. Also zumindest ein bisschen Präsenz auf dem Feld habe. Was wirklich gar nicht so schlecht ist mit den drei Monstern, die ich jetzt hier habe. Aber was macht mein Gegner? Er hat eine Karte, wie in der letzten Runde auch, die mich komplett top nimmt. Und das ist einmal... Das Problem jetzt ist, du hast alles auf deine Monster gesetzt. Dark Ruler. Ja, das war damit auch dann Game 2 und das ist das Ende für heute. So, nach diesem etwas enttäuschenden Ergebnis kommen wir einmal zum Deck-Profile. Ich werde euch mal ein bisschen so meine Gedanken zu dem Deck mitteilen, was man vielleicht anders machen kann bei dem Deck. Denn ich habe ein paar Dinge heute festgestellt. Es sind ein paar Dinge, die eigentlich inhärent gar nicht mit dem Deck selber was zu tun haben, sondern vielleicht, ob man das Deck in eine bestimmte Richtung führen sollte, damit das Deck in sich konstanter funktioniert. Denn ich habe heute gemerkt, wo bestimmte Effekte wirklich resolven müssen, damit man bestimmte Sachen machen kann. Aber ich würde sagen, auch wenn das heute nicht so erfolgreich war, was ich gespielt habe, möchte ich euch trotzdem mal zeigen, was ich gespielt habe, damit ihr immer versteht, was die Idee dahinter gewesen ist. Denn man hat heute nicht viel sehen können, denn ich habe heute mehr Dynamorphia als Sinus gespielt. Aber ich erkläre euch ein bisschen die Intention hinter verschiedenen Choices von den Karten, die ich halt hatte und was ich wahrscheinlich anders machen würde, wenn ich mir jetzt quasi das Deck nochmal neu aufbauen würde. Kommen wir erstmal ganz kurz zu den Engine-Karten an sich. Das ist, denke ich, nichts Verwunderliches. Wir spielen dreimal den Oviraptor. Das ist die beste Karte in eurem Deck. Eure Normal Summon, die wollt ihr auf jeden Fall haben. Und wir spielen den einen Misk. Logischerweise, denn das ist die Karte, die ihr immer mit dem Oviraptor suchen wollt. Das Blöde beim Misk ist halt, der ist halt extrem anfällig für Ash. Und das ist ein kleines Problem, denn wenn die Karte nicht resolved, habt ihr so ein bisschen Schwierigkeiten zu spielen, je nachdem wie eure Hand aussieht. Und ja, wenn man den halt nicht zieht, ist halt ein bisschen blöd. Das heißt, wenn ihr Oviraptor nicht bekommt, bekommt ihr den meistens auch nicht. Es sei denn, ihr habt halt Fossil Dick auf der Hand, dafür ist die Karte ja da. Aber in Relation gesehen, gute Engine, dass die Karte resolven muss, ist ein bisschen kritisch. Dann kommen wir zu den Babys. Und da spielen wir 4 Stück. Ich habe mich jetzt für 4 Stück entschieden, weil ich relativ viel auf Hand haben wollte. Das ist natürlich obviously der bessere, weil er halt auch sich selber specialen kann. In Retrospekt würde ich wahrscheinlich sogar auf 5 Babys hochgehen. Ich erkläre euch gleich, warum ich meine, dass es da eine andere Variante gibt, die vielleicht ein bisschen schöner ist, wo man halt ein 5. Baby brauchen kann. Wir spielen den einen Archosaurier. Man könnte auch 2 spielen. Ich muss aber fairerweise sagen, dass es eigentlich nie aufkam, dass ich einen 2. gebraucht habe. Weil wenn du halt den ziehst, dann normalst du einfach den, wenn du halt ein Baby auf Hand hast. Weil wenn du halt kein Baby auf Hand hast, ist es halt egal, ob du halt den nicht auf den Deck beschwören kannst. Weil wenn du kein Baby hast, bringt es dir halt nichts.
Und du kannst ihn ja immer noch in den Friedhof diskarden, zum Beispiel mit einem Effekt und dann aus dem Grave Special mit dem Oviraptor. Das kannst du halt auch noch machen, dann funktioniert die Karte ja trotzdem. Und die Pille zu bekommen ist jetzt nicht super essentiell wichtig, denn am Ende des Tages ein Nicht-Dino-Monster in den Grave zu bekommen, ist mit diesem Deck extrem schwierig, weil wir nicht das Linkuribo Secure Gardener Play machen können, was wir normalerweise tun, weil Linkuribo halt irgendwie 6-7 Euro kostet mittlerweile wieder. Deswegen haben wir da eh nicht so den krassen Access zu, deswegen ist die Karte nicht super relevant. Trotzdem gut zu haben, kannst du schießen, ist immer super wichtig, aber den Effekt von der Pille, der zu resolven, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Fossil Dick, brauche ich dir nichts zu sagen, das ist eure beste Karte im Deck, bei der euch genau den vielen Dino halt dementsprechend halt hinzufügen kann, den ihr halt braucht. Es gibt ein paar Karten, die kann die Karte nicht hinzufügen, die kann nur Level 6 oder niedrig hinzufügen, das ist aber eine sehr, sehr gute Karte und die ist auch nicht once per turn, das macht die Karte halt nochmal ein bisschen besser. Da habe ich mich entschieden, zweimal die Pille zu spielen und zweimal die Lost World. Ich packe mal ganz kurz einmal den UTC daneben, einfach weil die Karten so ein bisschen als Turfs inhärent gehen. Ich spiele in der Regel eigentlich sehr, sehr ungern Karten auf 2, weil ich finde, das macht nicht viel Sinn. Entweder spielst du eine Karte, weil die so gut ist, dass du sie immer sehen willst, oder du spielst eine Karte einmal, weil du sie suchen kannst. Jetzt ist es halt so, dass die Pille gut ist, wenn du sie suchen kannst, und gut ist, wenn du sie hard draws. Und bei der Karte ist halt wichtig, wir müssen einen im Deck haben, damit wir den Arcosaurier, also den hier, resolven können. Deswegen spielen wir auf jeden Fall 2 davon. Wir spielen 2 UTCs, einfach aus dem Grund heraus, weil wir einen im Deck haben möchten, den wir mit der Pille specialen können. Wenn wir den im Deck, nicht im Deck haben, dann können wir halt kein Monster specialen, das ist ein bisschen schade. Und ich spiele nur ein anderes Target, was wir eigentlich nicht wirklich aus dem Deck holen wollen, deswegen spiele ich 2 davon. Die Lost World, warum wir 2 davon spielen, ist, weil wir die Fusion Engine spielen, da komme ich gleich noch zu, wenn wir zu den Fusion Karten kommen, da habt ihr ja nicht viel heute von gesehen. Deswegen spielen wir die 2-mal. Ich würde sie wahrscheinlich einmal spielen und dafür einmal hier ein Diagram spielen. Ich weiß nicht, wie teuer Diagram aktuell ist. Ihr müsst mich in den Kommentaren mal ganz kurz aufklären. Habe ich jetzt tatsächlich nicht nachgeguckt. Aber ich glaube, dass Diagram Lithosagim eine bessere Option ist, weil ihr dann eine Field Spell bekommt, die proaktiv was tun kann und nicht nur eine Karte, mit der ihr noch ein paar andere Sachen machen müsst. Denn ich hatte oft das Problem, auch im Testen, was jetzt heute ein bisschen mehr aufgefallen ist, dass wenn wir die Fusion machen, dass wir dann die Karte bekommen, wir aber dann nochmal ein extra Dino-Monster brauchen, damit wir die Karte benutzen können und wirklich auch sinnvoll resolven können. Und meistens fusionierst du halt den Oviraptor mit dem Kaitoptera weg und dann hast du halt nicht den Schuss mehr für die Karte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber dennoch eine richtig gute Karte, würde ich auf jeden Fall spielen. Da habe ich mich heute entschieden, eine Engine zu spielen, die aus Dynamorphia-Karten besteht, nämlich 3 Theresia, 2 Diplos und jeweils eine von den Fallenkarten. In Retrospektive finde ich die Engine nicht schlecht. Die ist wirklich, wirklich gut. Ich würde wahrscheinlich die Ratios ein bisschen verändern. Ich persönlich finde, dass Reich eine ganz gute Karte ist. Ich finde aber Raserei ist eine bessere Karte, weil wir theoretisch, wenn wir nur Raserei spielen, wir Diplos theoretisch nicht spielen müssten, sondern wir wirklich nur die Theresia spielen, das heißt, wir könnten theoretisch hier sowas machen, also 4 Karten spielen, oder wir würden theoretisch auf 2 runtergehen, das würde auch funktionieren, dass es halt eine 3-Karten-Engine ist. Das macht das Deck deutlich flexibler, weil wir dann nochmal 4 andere Karten haben, die andere Karten sein könnten. Zum Beispiel die Engine mit Lithosagim. Ich hatte gerade Feedspell, Lithosagim, noch ein Baby, vielleicht noch ein Baby, vielleicht noch ein Kaitoptera. Das können andere Karten sein, nur halt 9-Engine-Karten, weil wir haben nur 9 9-Engine-Karten im Deck. Wir könnten das auf 12 hochstocken und trotzdem halt Baby plus Feedspell spielen, also das wäre möglich. Oder wir cutten halt komplett diese Karten raus und spielen halt komplett die andere Variante, wo wir auch im Ex-Deck nicht so viele Karten brauchen. Dann könnten wir auch eine Karte spielen, die Karten ziehen kann, wie jetzt Extravagant zum Beispiel, wenn wir halt andere Karten spielen würden. Aber dazu komme ich gleich noch, wenn wir beim Side-Deck sind. Und dann habe ich noch ein paar, ich nenne sie mal Random-Karten ausprobiert, die ich an sich von der Idee nicht schlecht finde für das Deck, wo wir mal drüber sprechen können. Das ist einmal die erste Karte, das ist einmal Xenometeorior. Jetzt einmal Xenometeorior. Keine Ahnung, ist egal. Die Karte ist an sich cool und nicht cool gleichzeitig. Die ist erstmal ein Tuner, was ich selber spezial beschwören kann, wenn eine Karte zerstört wird. Was pauschal im Duell sehr, sehr oft passiert, gerade mit den ganzen Feuerdecks, aber auch mit dem eigenen Deck logischerweise.
Die hat noch einen zweiten Effekt, dass wir ein Dino-Monster schießen können, um ein normales Dino-Monster aus dem Deck oder von Hand spezial zu beschwören. Dann können wir eigentlich nur noch Dino, Sea Serpent und Drachenmonster aus dem Extra oder Würm. Ich bin heute oft an den Punkt gekommen, und mich das ein bisschen gestört hat, dass ich ganz gerne den Schuss gehabt hätte, aber ich dann halt im Extra-Deck keinen Target habe, was halt sinnvoll zu machen ist. Also komme ich auch gleich, wenn ich beim Extra-Deck bin. Es gibt ein paar Dinge, die kann man anders machen, die jetzt nicht wirklich auch viel teurer sind. Ich glaube, dass wir mit 10 Euro mit Dinos wirklich ganz gut dabei sind, dass wir wirklich ein gutes Deck bauen können. Und ich habe hier heute im Vergleich zu den letzten Videos, die ich für den 10 Euro Deck gemacht habe, vielleicht ein paar, sagen wir mal, Anfängerfehler gemacht, obwohl ich das Deck schon relativ lange gebaut habe. Aber das ist eine Karte, da muss ein paar mehr Gedanken hin. Und das ist auch die einfachste Karte, die man upgraden kann, wenn man halt Gaung Xeno spielen kann, die halt 15 Euro kostet aktuell. Dann kann man auch mit der Karte ein bisschen mehr Schaden anrichten. Und dann habe ich noch einmal die hier gespielt. Und das ist eine Karte, die kennen sehr, sehr wenige. Ich fand die aber überraschend gut. Zwei Gründe, warum die gut ist. Die ist ein Quick-Effekt und kann sich selber Tribut beschwören, indem wir ein Dino tributieren. Ist egal was. Und dann können wir eine Karte auf dem Feld schießen. Und das ist ein weiterer Weg, in dem wir die Babys schießen können. Und die Babys zu schießen ist unglaublich wichtig. Oder das Token von der gegnerischen Lost World zu schießen, ist auch super wichtig. Das kommt halt super oft vor. Ich finde die sogar gar nicht so kacke, dass ich vielleicht sogar zwei davon spielen würde. Vielleicht sogar drei, weil die halt von dem Timing her echt gut ist. Ich weiß nur nicht im Vergleich zu neuen Gen-Karten, wie gut das ist. Ich finde die aber an sich wirklich nicht schlecht, weil das auch eine Disruption ist, die wir uns mit Oviraptor in der gegnerischen Runde suchen können. Ne? Das heißt, vielleicht reicht einer aus, wenn wir den nicht hart drawn, aber wenn wir halt Oviraptor in der gegnerischen Runde beschwören, durch einen Schuss von einem Token zum Beispiel, dann haben wir die Möglichkeit, halt den zu suchen, dann den Effekt zu nutzen, den Oviraptor zu tributieren und dann eine Karte auf dem Feld zu schießen. Also ein Monster. Das ist keine schlechte Idee. Da würde ich auch ganz gern ein bisschen weiter ausbalancieren, ob das halt eine gute Idee ist. Dann die drei Karten, warum ich das Deck überhaupt an sich gebaut habe. Natürlich hat ein bisschen was damit zu tun gehabt, diese ganzen Matten und Seas bekommen von Final Saga. Aber ich hatte das Deck eh vorzubauen, deswegen hat sich das eigentlich angeboten. Und das waren die drei Karten hier. Also primär logischerweise die hier. Kaitoptera. Die Karte ist ein bisschen wie Giant Rex. Nur besser, muss ich sagen. Die kann einmal Polysoon. Das ist krass. Und es gibt ein neues Fusion-Monster, was ihr mit der hier bauen könnt. Und wenn die verbannt wird durch einen Karteneffekt, dann können wir die spezial beschwören. Und die bändet sich danach nicht, sondern geht danach zum Friedhof und das können wir jede Runde machen. Das ist ganz cool. Der ist nur hier drin, weil wir mit der Poli den holen können. Und ich habe extra das Level 4-Monster gewählt. Und das Erdemonster, falls wir wirklich pitchen möchten in die Richtung, mit die du sagst, ist der halt ein Erdemonster, den wir halt zerstören können. Und wir können mit dem halt Geiger nur Solar machen. Und da ist ein Level 4-Monster manchmal hilfreicher zu haben als jetzt manch andere Typen. Denn es gibt ja auch dieses Level 6 Synchro, mit dem wir halt das Rang 6 X7-Monster bauen können, also das hier. Das ist auch nicht schlecht, aber ich habe mich halt mehr für die Dynamorphia-Karten entschieden. Das sehen wir gleich im Extra-Deck. Ich muss sagen, die Karten selber, natürlich ist die Karte nicht mega bad. Die Karte selber ist gut. Poli zu ziehen ist richtig beschissen. Außer man hat ein paar Dynamorphia-Karten, wie man in einem Game gesehen hat. Ob wir natürlich so gut bekommen, bringt natürlich nichts. Aber da ist natürlich die Karte an sich nicht schlecht. Und dann komme ich jetzt zu den Non-Engine-Karten. Jetzt wird es ein bisschen interessant. Hört mir mal zu. Ich habe einmal drei Skullmeister gespielt. Skullmeister ist eine Karte, die ist nicht once per turn. Level 4. Und ist halt kein Dino-Monster, logischerweise. Die ist gegen Feuer nicht schlecht. Da kommt die echt gut. Die kann manche Sachen echt extrem gut interrupten. Und da die halt nicht once per turn ist, gibt die uns ein bisschen Utility. Dann habe ich noch Droll gespielt. Und als ich heute geguckt habe, ging die günstigste Kopie von Droll, ich glaube 1,90. Und das bricht ein ganz kleines bisschen das Budget von den 10 Euro. Ihr könntet die aber auch Wailer oder Crow oder Bell spielen oder meinetwegen Moonlit. Es ist eigentlich egal, weil ich halt hier nur eine Karte brauchte, die halt kein Dino ist. Ja, als ich das gebaut habe, war Droll eine 50 Cent Karte, glaube ich. Deswegen hat das ganz gut gepasst. Aber jetzt mit dem Hype um die ganzen Feuerkarten alles, ist die Karte halt ein bisschen hochgeschossen vom Preis. Ja, selbst die Commons kosten jetzt fast wieder 2 Euro. Das ist schon ein bisschen wild. Und die letzte Non-Gen-Karte, die ich gespielt habe, ist Phantasme. Weil ich habe ja, wie ihr seht, keine Draw-Karte gespielt. Und ich fand Phantasme eigentlich von der
Idee hier nicht schlecht, weil eigentlich so ziemlich jedes Deck aktuell in irgendeine Art von Linkplay gehen muss. Und ich fand die halt ganz nice als Counter für IP. Also für SP, nicht für IP. Denn wenn wir die aufs Feld legen, ist sie halt nice, weil wenn wir das Token halt haben, also wenn er das Token hat, muss er eh erstmal die Fieldspell taken und dann schützt uns halt Phantasmia vor dem zweiten Effekt vor SP und damit können wir die ja vom Feld entfernen, das ist halt ganz gut. Und diese Karten aus der Hand ins Deck zu legen, die man vielleicht nicht auf der Hand haben möchte, ist auch gar nicht so eine schlechte Idee. Ich habe sie heute leider nicht einmal gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, wie gut die jetzt ist, aber ich finde die in der Theorie ziemlich, ziemlich stark. Ich komme gleich aber im Sideck nochmal auf ein paar andere Optionen ein, was Headroots angeht. Wie gesagt, Wähler wäre eine Option. Ash ist leider einen kleinen Tacken zu teuer fürs Budget, weil die immer noch so 2,50 kostet, glaube ich. Deswegen geht die so ein bisschen über das Budget, aber wenn ihr das halt ein bisschen mehr als 10 Euro investieren möchtet, könnt ihr das natürlich gerne machen. Das würde ich euch überlassen. Ich komme ganz kurz einmal, bevor ich zum Extra-Deck komme, zum Side-Deck, denn das habe ich ein bisschen zusammengeworfen. Und da sind jetzt nicht so viele Gedanken reingeflossen. Das seht ihr gleich, wenn ich den Aufbau zeige, denn ich habe hier eine Crow. Und einmal Ghostbell. Ich brauchte zwei Slots noch. Und ich wollte nicht zweimal die gleiche Karte spielen, weil die machen ungefähr das gleiche gegen dieselben Matchups ungefähr. Und zwei Crows wären an sich ganz gut gewesen, aber ich wollte Ghostbell haben, weil die halt manche Karten von Labyrinth noch aufhalten kann. Das ist manchmal auch ganz relevant. Und ich brauchte halt eine Karte, die halt zwei Karten sind, damit ich, wenn ich 3 of Siden möchte, wie sowas hier, damit ich halt 5 Karten reinsiden kann, falls ich halt, sagen wir mal, die Dynamorphia-Karten rausnehmen möchte und ich dann noch 2 Slots daneben haben möchte, weil meistens ist es so, wenn ich die Dynamorphia-Karten rausside, sind das 7 Karten. Das heißt, 2 Slots und 3 andere Slots plus 2, die ich noch habe und die 2, die man immer siden wird, werden immer Dark Hole sein. Er werden immer Pankotrops sein, weil wir die halt logischerweise auch themenintern benutzen können. Und deswegen wollte ich halt 2 plus die 2 plus noch 3 andere Karten halt reinsiden. Das habe ich, das gleiche habe ich auch gemacht, dass man quasi diese Karten switchen kann gegen andere. Das ist zum Beispiel Dark Hole oder Feather Duster, je nachdem, was im Matchup halt sinniger ist. Denn meistens kommen halt schon die Karten halt rein. Bei Ghost Second ist die Dynamorphia Engine halt wirklich halt nicht gut. Und da kann man halt gucken, welche Konstellation halt besser funktioniert. Was auch sehr gut funktioniert, ist Ghost Second Extravaganz reinzusiden. Wenn wir die ganzen Dynamorphia-Karten rausnehmen, dann brauchen wir nicht mehr so viele Karten im Extra-Deck. Das heißt, wir können dann mit Extra ein bisschen tiefer ins Deck graben. Deswegen habe ich die halt im Side-Deck gespielt. Könnte man wahrscheinlich auch im Main-Deck spielen, wenn man das halt im Extra-Deck halt anders spielt. Könnt ihr ja in den Kommentaren lassen, wie ihr es machen würdet. Ich finde die aber im Side-Deck, wenn ich weiß, ich gehe halt first, side die Dynamorphia-Karten raus, pack die halt rein, hab da ein bisschen mehr Sachen zum Spielen, glaube ich gar nicht so schlecht. Und die letzte Karte, die ist jetzt Icon gewesen, fragt mich nicht warum. Ich hatte halt die Idee, dass ich vielleicht irgendwie eine SP klauen kann oder irgend so ein Driss, also irgendwas so in der Richtung. Ne? Also jetzt nichts, was jetzt super relevant ist, das könnte auch jetzt meinetwegen jede andere Karte sein, Soul Release oder irgendein anderer Driss. Ich habe mir jetzt um die Karte ein bisschen Gedanken gemacht, um die jetzt eher so weniger. Aber ich brauchte halt 15 Karten für Side-Deck. Dann kommen wir einmal ganz kurz zum Extra-Deck. Das ist ja da, wo es spannend wird. Ich fange mal an mit den Karten, die vielleicht nicht so bekannt sind. Also einmal der Hornsaurier, der hat mehrere Effekte, das ist das neue Fusion-Monster. Wir können, wenn die beschworen wird, eine Feed-Spell aus Feld setzen. Das ist schon ziemlich gut. Dann können wir extra ein Dino- oder Drachenmonster normal beschwören, wenn wir den Effekt benutzen, direkt nachdem die Karte resolved. Und in der Runde, in der die beschworen wurde, kann die halt direkt angreifen. Das ist jetzt nicht super relevant, aber das sind alles drei Effekte, die an sich nicht schlecht sind. Dann gehe ich mal direkt auf das andere Fusion-Monster ein, was man theoretisch auch noch bauen kann. Und das ist einmal der Gigantosaurus. Ja, eine coole Karte. Wenn die beschworen wird, können wir uns vom Friedhof wieder ein Dino-Monster hinzufügen. Das kann extrem gut sein, der hat halt 3800, der ist halt so ganz schön heftig. Und wenn er zerstört wird, können wir ein normales Monster vom Friedhof wieder ins Deck zurückmischen und den wieder zurück specialen, das ist auch nicht verkehrt. Aber eher, dass der 3800 ATK hat, ist halt nicht irrelevant, weil er halt eine Menge Damage ausdrücken kann. Dann habe ich mal ein bisschen Rang 4 Lineup mit Lagia, mit dem Dweller, ignoriert, dass die Ulti ist. Die gibt es als Common für 20 Cent.
der Dugaras, der shoppt, glaube ich, 1,80. Also der ist ein bisschen teurer. Und dann habe ich einmal noch Dolka. Das sind alle X-7-Monster, die wir spielen. Ich habe aber noch einmal hier eine andere Fusion-Karte. Das ist einmal Magnium. Denn manchmal ist es halt so, dass wir den ja auf dem Feld haben und wenigstens sinnvoll mit der Fusion-Karte machen können, weil wir keine Access zu dem Normalmaster bekommen haben. Da können wir manchmal den hier wegfusionieren und einmal Magnium machen und entweder eine Karte ziehen, je nachdem, was wir halt gemacht haben, oder halt als Quick-Effekt noch einen Pop für den Gegner da lassen. In der Theorie eine gute Karte, wenn ihr halt einen Dark Ruler frisst. Nicht so eine gute Karte. Kommen wir zu dem Dynamorphia-Kram. Da spiele ich zwei Rexxern und zwei Kind Regina. Ich habe das jetzt relativ basic halt mit 2-2. Kann man verschieden machen, wenn man halt weniger Karten Max-Deck spielt, spielt man nachher einfach das Package hier. Zwei davon einfach. Wenn man jetzt nur weißt du, Frenzy spielt, die halt aus dem Max-Deck nehmen kann, nimmt die halt weg, beschwört den hier. Ja. An sich hat das solide funktioniert. Ich habe heute öfter mit Dynamorphia gespielt, als ich mit den anderen Karten gespielt habe. Geht natürlich ein bisschen auf die Live-Fonds, aber ist jetzt nicht so schlimm. Dann habe ich noch eine Baron gespielt. Denn die kostet mittlerweile nur noch 1,50. Die Super Rare aus der Rarity Collection. Also jetzt nicht die spezifische Karte, aber die gibt es aus der Rarity Collection für 1,50. Deswegen, also wenn wir jetzt Droll mal raus reduzieren, geht das alles auf jeden Fall auf 10 Euro runter. Und dann habe ich noch einmal Legmonster gespielt, Reprodokus, Phoenix und Cerberus. Der Reprodokus ist eigentlich nur dafür da, falls ich irgendwie die Möglichkeit haben muss, ein nicht Dino-Monster in den Grave zu kriegen, weil wir Wert Lingoribus Secure Garden spielen können, ist der halt dafür da, weil mit dem halt mit zwei Monstern können wir halt in Friedhof legen. Und Phoenix, denke ich, klar, der ist einfach gut, um halt Sachen zu schießen, die ja nerven. Der Cerberus ist spezifisch wirklich hierfür drin, falls wir keine Möglichkeit haben, das Baby zu triggern, also der Lost World zu triggern, dass wir halt mit Cerberus die Lost World triggern können, damit wir halt dadurch halt den Oviraptor bekommen können. Falls sie es irgendwie schaffen, zwei Monster zu bekommen, dass wir sagen, okay, ich krieg's trotzdem noch hin, das Spiel zu schießen, krieg den Oviraptor, krieg Misk, irgendwas in der Richtung, dafür ist die Karte halt hier. Das war's mit dem Deck. Wie gesagt, overall alles ziemlich enttäuschend gewesen, aber ich muss sagen, ich finde das Deck selber sehr, sehr cool. Ich glaube jetzt nicht, dass es, selbst wenn wir das High Competitive bauen, ein extrem viable Meta-Contender sein kann. Es ist trotzdem ein cooles Deck, was viel Bock machen kann, auch gerade für Anfänger zu spielen. Gerade wenn ihr nicht viel Geld ausgeben möchtet für ein Deck, ist das natürlich ein Deck, was ihr mit euren Freunden super spielen könnt und was ihr super zu Locals bringen könnt. Wenn ihr meinetwegen die 10 Euro nehmen möchtet, wie ich es hier gespielt habe, und vielleicht ein paar Sachen verändern möchtet für ein paar Cent, könnt ihr das machen. Und ihr könnt das Deck auch für ein paar Euro relativ gut upgraden, indem ihr halt vielleicht nicht ein paar andere Karten halt spielt. Wenn ihr es ja wirklich extrem high upgraden wollt und ihr euch ganz krassen Stables holen möchtet, wie SP und so ein Driss, könnt ihr es mit dem Deck auch machen. Es gibt extreme Combo-Varianten, da gibt es extrem viel von. Sagt mir mal, was ihr für ein Video gehalten habt. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wenn ihr noch ein Video von mir sehen wollt, guckt euch ja mal das hier an. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.